Ja, ich fange jetzt einfach mal an und begrüße schon mal diejenigen, die da sind. Und diejenigen, die später kommen, können sich ja vielleicht eine Aufzeichnung anschauen oder so. Herzlich willkommen zum Norwegisch-Kurs. Willkommen til Norskkurset. Mein Name ist Katharina Kaptein. Ich arbeite bei, beziehungsweise habe auch die Schule gegründet, die Urkaf-Sprachschule. Und wir unterrichten ausschließlich online, deswegen ist das jetzt nicht völliges Neuland für mich. Aber vielleicht ist ja die norwegische Sprache Neuland für euch. Und deswegen, hallo, hallo. genau, einige haben den Chat schon gefunden, das ist gut. Den brauchen wir nämlich gleich. Dieses wird kein reiner Vortrag, sondern es ist ja ein Schnuppersprachkurs. Das heißt, ihr macht mit, hoffe ich. Ihr seid stumm geschaltet, ich höre euch nicht, ich sehe euch nicht, aber ihr könnt über den Chat teilnehmen. Für diejenigen, die den noch nicht gefunden haben, es müsste unten in eurer Leiste ein Chat-Icon zu sehen sein oder jetzt müssten auch langsam Zahlen und für neue Nachrichten oder eben neue Nachrichten eingetickert kommen. Wenn der Chat im Weg ist und über der Präsentation liegt, den könnt ihr frei bewegen oder wenn ihr ihn nicht braucht, könnt ihr ihn auch minimieren, dann stört er nicht im Bild. Ihr könnt ihn auch über mein Bild legen. Ich brauche den nicht sehen, ich muss den nur hören. Alles klar, es geht los. Eine kurze Vorstellung, wie es halt so ist. Ich finde nur noch nicht den richtigen Knopf. Da. So, eine kurze Vorstellung von mir. Warum bin ich hier und spreche Norwegisch mit euch? Weil ich Skandinavistik studiert habe, unter anderem in Münster und auch in einem Auslandsaufenthalt in Trondheim in Norwegen. Seit 2011, also mittlerweile seit 10 Jahren, unterrichte ich die norwegische Sprache, größtenteils online. Was soll man auch anderes mit so einem Studium machen? Hi, hi, schreiben schon alle, wunderbar. Brauche gar keinen Kurs mehr machen, ihr könnt das alle schon. Seit 2014 bin ich komplett selbstständig unterwegs und habe eine Online-Schule gegründet, bei der wir im Einzelunterricht und in kleinen Gruppenkursen die nordischen Sprachen unterrichten. Also neben Norwegisch könnt ihr bei uns auch Schwedisch, Dänisch, Isländisch und Finnisch lernen. Und ganz neu im Programm wird gerade Niederländisch etabliert. Gehört nicht zu Skandinavien, aber ist trotzdem eine schöne Sprache. Dazu später mehr. Hab gar nicht gefragt, ob wir uns duzen, weil sich in Norwegen sowieso alle duzen und ich nicht switchen möchte. Deswegen sage ich jetzt du und ihr sagt auch du. Okay? Gut. Unser Programm heute läuft folgendermaßen ab. Sieht viel aus. Ich rase auch ein bisschen, aber wenn Fragen sind zwischendurch, dann fragt ganz am Ende. Zwischendurch schaue ich zwar auf den Chat, aber so multitaskingfähig bin ich nicht, dass ich alles gleichzeitig mit beantworten kann und so weiter. Mach mal am Ende eine kurze Fragerunde, falls was ist. Wir gucken uns die Sprache an, wir gucken uns ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen die Aussprache an. Ein paar Floskeln, das Übliche. Hallo, wer bin ich? Ich spreche dies, das, mir geht's gut, das Wetter ist wunderschön. Und dann gibt es einen klitzekleinen, bitte unbedingt duzen, genau, es gibt einen klitzekleinen Grammatikexkurs. Wir gucken uns nämlich norwegische Verben an. Spoiler, sie sind sehr einfach. Zahlen brauchen wir natürlich auch, denn was ist ein Sprachkurs, wenn wir am Ende nicht zwei Bier bestellen können? Ich zeige euch, wie man mich und unsere Sprachkurse im Internet findet und wer dran bleibt, kriegt vielleicht am Ende auch noch einen kleinen Rabattcode für unsere Sprachkurse. Alles klar. Ihr nutzt den Chat schon fleißig? Wart ihr schon mal in Norwegen? Wenn ja, wo? Wenn nein, wohin möchtet ihr gerne reisen? Schreibt doch mal eure Antwort. Nein, schreibt jemand. In Bergen, wie schön. In Oslo. Narvik, Bergen. Oh ja, hurtig Rute, uiuiui, okay. Also einige waren schon da, alles klar. Ach, wunderbar, wunderbar. Wir gucken uns mal schnell das Land Norwegen auf Norwegisch an. Auf Norwegisch heißt unser Land, unser Traumland, Norge oder Norek. Warum das zwei verschiedene Namen hat, erfahren wir in einer Sekunde. Es gibt rund 5,4 Millionen Einwohner und circa 5,3 Millionen Muttersprachler. Das überschneidet sich nicht zu 100%, denn es wohnen noch einige Muttersprachler, zum Beispiel in Amerika. Und nicht alle in Norwegen sprechen Norwegisch. Diejenigen, die es tun, sprechen eine von zwei norwegischen Sprachen. Und zwar gibt es einmal das Bokmål, das ist das, was ich auch spreche und das, was 85 bis 90% der norwegisch sprechenden Menschen sprechen. Wörtlich übersetzt heißt es Buchsprache und ist, ihr seht es in Anführungszeichen, aus dem Dänischen entstanden. Das ist die einfache Erklärung. Mehr müssen wir dazu jetzt noch nicht wissen. Die meisten Sprachkurse im Ausland und auch die meisten Sprachbücher auf dem
auf dem Lehrbuchmarkt sind auf Bookmall. Deswegen werdet ihr in Deutschland zum Beispiel sehr schwierig nur einen anderen Kurs finden. Der andere Kurs wäre, wenn es denn einen gibt, bei uns gibt es den natürlich, auf Nynorsk, Neunorwegisch. Und das ist auch wieder in Anführungsstrichen aus norwegischen Dialekten entstanden, vereinfacht gesagt. Das wird von relativ wenig Menschen gesprochen, ist aber trotzdem eine sehr schöne Sprache. Und die beiden Sprachen sind auch völlig gleichgestellt. Die Kinder lernen auch in der Schule beide Formen. Man hat eben eine Erstsprache, mit der man aufwächst. Und muss die zweite auch können. Die beiden sind so ähnlich wie zum Beispiel deutsches Deutsch und österreichisches Deutsch. Also im Prinzip, ne, der Klang ist ein bisschen anders. Hier und da ist mal eine Grammatik anders, aber im Großen und Ganzen kann man sich da gegenseitig problemlos verstehen. Das Norwegische hat, wie die meisten von euch bestimmt wissen, ein paar komische Buchstaben, die wir nicht haben bei uns. Als erstes gibt es da das Ä. Ich habe das jetzt versucht mit... das seht ihr auch gleich, wenn ich euch die Floskeln und die Wörter einblende. Es gibt immer eine Lautschrift. Die ist nicht wissenschaftlich fundiert. Ihr müsst auch da keine Linguisten für sein, um die lesen zu können. Ich benutze kein IPA oder sonst was. Ich schreibe das so, wie man es ungefähr ausspricht auf Deutsch. Als erstes gibt es das AE-Ligatur, das A und E, was also ein Buchstabe zusammen ist. Dann gibt es das Ö, das O mit dem Strich. Das Ö. Öl, kennen viele ja das Wort. Und dann gibt es das A mit dem Kringel und das ist ganz einfach ein O. Kennen wir aus dem Wort Skål, Prost zum Beispiel, ja? Genau. Dann rasend schnell zwei wichtige Vokale, die sich ein bisschen unterscheiden im Norwegischen und im Deutschen. Ein geschriebenes O wird meistens, nicht immer, gesprochen wie ein U. Und ein geschriebenes U wird meistens, aber nicht immer, gesprochen wie ein Ü. Das merken wir uns gleich schon mal für die weiteren Wörter. Bei den Konsonanten gibt es zig Regeln, aber die allerwichtigsten habe ich jetzt erstmal hier wirklich verkürzt. Das S auf Norwegisch ist immer scharf. Es gibt kein stimmhaftes S auf Norwegisch, es gibt nur das Z. Ich habe das jetzt immer mit einem SZ umschrieben, damit man es ungefähr weiß, wie man es ausspricht. Dann gibt es noch die Konsonantengruppen wie SKJ und SJ. Die spricht man tatsächlich wie bei uns ein Sch und nichts anderes. Wir hören kein S, wir hören kein K, wir hören kein J, wir hören nur ein Sch. Und in manchen Dialekten, zum Beispiel in denen ich spreche, spricht man auch das RS zusammen wie ein Sch aus. Das ist aber nicht in allen Dialekten so. Deswegen habe ich es heller geschrieben. Dann gibt es noch das KJ, das spricht man wie ein weiches Ch, wie im Wort Ich, ne, hinten im Hals, aber weich. Das ist das Ch mit KJ. So. Und viele, viele, viele mehr, die kriegt ihr alle im Sprachkurs erzählt. Gut, wir starten mal mit der Begrüßung. Einige haben im Chat schon Hallo geschrieben auf Norwegisch und zwar Hi. Der Norweger sagt einfach Hi und das ist auch nicht informell oder so, so begrüße ich auch meinen Professor. Das ist ein ganz normales Hallo. Oder für die Plappermäuler Hi Hi. Oder wir richten uns nach Tageszeit. Good morning, good dark, good quell. Ja, ich höre euch jetzt zwar nicht, aber ich gehe davon aus, dass ihr mitsprecht, denn ihr wollt ja auch einen Sprachkurs, ihr wollt ja was lernen. Also, nochmal zusammen. Hi. Hi, hi. Good morning. Good dag. Good kveld. Wunderbar. Und verabschieden ist auch nicht schwierig. Hade. Hade ist eine verkürzte Form von dem zweiten Ausdruck. Hade bra. Eigentlich heißt es, hab es gut oder mach's gut. Die Norweger haben es verkürzt zu hab es. Hat natürlich so gar keine Bedeutung. Aber ist die übliche Verabschiedungsform. Formel. Hade, hade bra. Wir können auch sparsam sein beim Vokabellernen und einfach uns mit hi hi verabschieden, so wie wir uns schon begrüßt haben. Oder wie sehr's? Wir sehen uns. Wie sehr's? Ja? Nochmal. Hade, hade bra. Hi hi. Wie sehr's? Ganz einfach, ne? Gut. Weiter geht's. Jeg heter Katarina. Jeg heter Katarina. Hva heter du? Schreib deine Antwort mal als Satz in den Chat. Hva heter du? Tom. Hi Tom. Hi Markus. Hi Melanie. Ah, hallo, hallo. Guten Tag, alles zusammen. Wo Quell, könnten wir ja auch schon sagen. Es ist schon ein bisschen später. Flott, flott. Schön, euch alle zu sehen. Jeg heter... Hva heter du? Jeg kommer fra Osnabrück.
Jeg kommer fra Osnabrück. Hvor kommer du fra? Hvor kommer du fra? Auch das könnt ihr mal in den Chat schreiben. Dann haben wir mal einen Überblick, wie weit sich unsere Teilnehmer verteilen. Jeg kommer fra Berlin, fra Hamburg, fra Iran, oh so flott. Hannover, Luxemburg. So fint. Ja, fra Tyskland, das können wir auch sagen. Klar, ich komme aus Deutschland. Der kommt fra Tyskland. Belgien, Ukraine, Barcelona, Italien, Spanien, Venezuela. Oi, oi, oi. So fint. Alles klar. Sprachen. Ja, ich snakke. Bla, bla, bla. Ja, ich snakke. Tysk, norsk, engelsk og litt fransk. Jeg snakker tysk, norsk, engelsk og litt fransk. Ja? Snakker du norsk? Ihr seht, bei norsk ist das R und das S in meiner Aussprache zusammengezogen zu einem Sch. Snakker du norsk? Hier seht ihr auch, dass wir nicht nur sagen können, ja, ich hätte, ja, komme, frage, ja, ist noch geht. Wir können auch Fragen bilden, die wie im Deutschen mit Inversion passieren. Snakke du? Verb und Subjekt tauschen den Platz und schon haben wir eine Frage. Total einfach. Snakke du norsk? Ja, ich snakke litt norsk. Nein, ja, ich snakke ikke norsk. Ja, nein. Oh ja, ich snakke litt svensk, haben wir im Chat sogar. Sehr schön. Ja, ich snakke litt norsk. Oder ich snakke norsk. Nein, ja, ich snakke ikke norsk. Eine Verneinung geht auch total leicht auf Norwegisch. Ikke, nicht, kommt hinter das Verb im Hauptsatz, fertig ist die Chose. Ja, ich snakke ikke norsk. Ja, ich komme ikke fra Berlin. Ja, ich komme fra Osnabrück. So. Ja, ich snakke ikke norsk. Ah, das kommt noch. Am Ende des Kurses könnt ihr schon sagen, ja, ich snakke litt norsk. Ihr könnt aber natürlich auch was anderes sprechen, ne? Ich brauche die Sprachen, glaube ich, nicht übersetzen. Man kann direkt erkennen, was gemeint ist. Tschechisch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Dänisch, Isländisch, Finnisch, Griechisch, Rumänisch, Arabisch, Japanisch, Chinesisch, Portugiesisch. Könnt ihr euch denken, ne? Was snackst du? Schreibt mal einen Satz. Was snackst du? Oh, Persisch, ja. Oder Persisch. RS kann ja auch werden. Ja. Espanol, der Spansk. Ja, ich snakke Spansk, siehst du. Griechisch, Fransk, Englisch, Portugiesisch, Islandsk. Super. Sind schon alle so multilingual hier. Und ihr möchtet bestimmt auch alle noch Norwegisch zusätzlich können, oder? Sehr schön. Alles klar, unser Smalltalk geht weiter. Wo dann gode? Wo dann gode? Koreansk, genau, Koreansk. Hängen immer ein Sk hinten dran und schon haben wir es. Wo dann gode? Fragen wir auch gerne mal. Wo dann gode? Tak, bra. Und mit dai? Bra. Und mit dai? Wo dann gode? Ihr sprecht weiter mit, ne? Wo dann gode? Tak, bra. Und mit dai? Det går kjempebra. Ah, det går kjempebra. Ja, det går bra. Ah, det går sånn passe. Ah, det går dårlig. Dårlig. Åh, det går elendig. Åh, elendig. Skjønt meg, hvordan går det med deg i dag? Går det kjempebra? Går det bra? Går det sånn passe? Går det dårlig? Ah, det går bra. Tusen takk, det bra. Kjempebra. Det går bra. Jeg har det bare bra. Ja, supert. Ah, alle har det bra. Det liker jeg. Flott, flott, flott. Det går elendig. Hvorfor det? Det skal ikke gå elendig i dag. Den meisten geht's gut. Hvordan går det med deg i dag? Med meg går det bra, takk. Det går sånn passe. Med meg går det bra, takk. Supert. Du har vært god med.
Das war ein nächstes Smalltalk-Thema, ne? Wie heiße ich? Was mache ich? Dies, das? Wie geht's mir? Die Norweger lieben es, über das Wetter zu reden. Deswegen müssen wir natürlich auch kurz einmal rausfinden, wo dann erwarte ich dann? Wo dann erwarte ich dann? Das Tür bei war hinten ist stumm. Wo dann erwarte ich dann? Are they warmt? Are they warmt? And are they cold? Warmt oder kalt? Oder was ganz anderes? Sula schinner. Oder der Reiner. Der Reiner. Der Snör. Höchstwahrscheinlich gerade nicht bei so vielen von euch. In Norwegen ein bisschen öfter. Der Snör. Der Blåser. Der Blåser. Der er overskyet. Det är overskyet. Det är tåke. Das ist Nebel. Mein Mann hat es im Testdurchlauf nicht erkannt. Det är tåke. Oder ist sogar vielleicht Tordenvær. Det är Tordenvær. Hvordan var det hos deg i dag? Här i Osnabrück är det overskyet. I Osnabrück är det overskyet. Hvordan var det hos deg? Schreib mal, oh, Sola schinner, die meisten haben Sonne. Sola schinner in Belgien, oh, der liegt ja. Hm? Sola schinner, bei allen scheint die Sonne, das ist schön. Gibt es auch jemanden, bei dem es schneit? In Hannover, schinner Sola, genau. In Kiel auch, in Buxtehude schinner Quellsola, oi, da kommen schon die Fortgeschrittenen. Sehr schön. Gut, jetzt haben wir ganz viele Floskeln gelernt. Ich habe gerade einmal im Chat gesehen, jemand hat geschrieben, es geht ihm zu schnell. Wie gesagt, ich meine, dass ihr am Ende eine Aufzeichnung bekommt und ihr euch das nochmal langsam anschauen könnt und Pause machen könnt. So, kurzer Grammatikexkurs. Norwegische Verben. Ich habe ja schon ein bisschen verraten, eigentlich ist es einfach. Was fällt euch direkt auf? Wir kennen jetzt schon die Sätze wie zum Beispiel Jeg heter Katarina, snakker du litt norsk? Det går som passe, oder det går kjempebra, je nachdem. Hvor kommer vi fra? Været veldig bra. Været kjempebra. Skinner sola. Keine Konjugation enden auf er. Nee, infinitiv ist es auf gar keinen Fall. Es ist schon die Präsensform, aber ganz korrekt, es endet immer auf er. Wenn wir das er weglassen, haben wir den Infinitiv, außer bei ar, das ist unregelmäßig. Sobald wir ein R hinten sehen, ist es eine Präsensform und für alle Personen die gleiche. Einzahl, Mehrzahl, völlig egal. Heter, snakker, går und so weiter. Super einfach, oder? Noch einfacher als Englisch. Überlegt mal. Ich habe mal ein paar Verben zusammengestellt. Die können wir eigentlich alle ganz leicht übersetzen, weil sie teilweise oder meistens sind sie dem Deutschen sehr ähnlich. Jeg heter Kari, jeg leser ei bok, jeg lærer norsk. Ihr lest bitte. Du leser ei bok. Du går på norskkurs. Du spiser ei pølse. Mm-hmm. Han. Han drikker kaffe. Hun drikker øl. Det snør. Er sie es. Immer das R dran. Mm-hmm. Plural sieht genauso aus. Vi kommer fra Norge. Stimmt gar nicht. Vi synger, vi danser. Cool, ne? Dere, ihr. Der Fester, der Schöre Ski, der norwegische Nationalsport, Schöre Ski. Oder der har det bra. Die sier hei, die snakker norsk, die spiller et spill. Die, dritte Person, Plural, sie, ist meistens das einzige Wort, was diese Aussprache hat. Also ein E wird nicht normalerweise wie ein I gesprochen, das ist nur bei dem Wort so. Würden wir es nicht wie ein I aussprechen, könnten wir es ja auch mit der dritten Person Singular verwechseln. Der, der Snör. Deswegen heißt das hier die. Die spiller et spill. Schön, schön. Das waren also schon die Verben. Viel mehr müsst ihr gar nicht. Genau, wie im Schwedischen. Genau, das Norwegische und das Schwedische sind auch super ähnlich. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Wenn ihr Norwegisch lernt, das ist ja das Besondere, dann habt ihr im Prinzip erstmal die beiden Norwegisch-Formen, die ich vorhin vorgestellt habe, die sich ja gegenseitig relativ gut verstehen können schon mal, ne? Zwei für eins. Und ihr könnt dann auch relativ gut Schwedisch und Dänisch verstehen, denn die Sprachen sind sehr, sehr ähnlich.
Man kriegt also im Prinzip alles für eins. Würde ich mal drüber nachdenken, ob sich das nicht lohnt. Alles klar. Wir lernen also schnell noch ein paar Zahlen. Wie gesagt, wir möchten ja noch Bier bestellen. Die sind, wie in allen germanischen Sprachen auch, total einfach auf Norwegisch. Null, ern, tu, tre, vier, fem, sechs, schü, sj, schü, otte, ni, ti. Und jetzt wir alle nochmal zusammen. Null, ern, tu, tre, vier, fem, sechs, schü, otte, ni, ti. Prima. Welches skandinavische Land? Norwegisch. Das Dänische hat eine sehr, sehr schwierige Aussprache. Das ist für Deutsche sehr schwer zu lernen. In der Grammatik ist es nicht schwer, aber es ist schwierig auszusprechen und schwierig zu verstehen. Und das Schwedische und das Norwegische tun sich eigentlich nicht viel, aber weil das Norwegische halt schriftlich näher am Dänischen ist, klanglich näher am Schwedischen ist, ist es also eigentlich ein ganz gutes Mittelding und dementsprechend ein bisschen, ich glaube, ein bisschen einfacher. Wenn ich das jetzt komisch erklärt habe. Naja, ihr habt es vielleicht verstanden. Gut, es gibt ein kleines Quiz am Ende. Noch gibt es nichts zu gewinnen, aber wir übersetzen jetzt noch mal ein bisschen gemeinsam. Welcher Satz glaubt ihr heißt auf Norwegisch zwei Bier bitte? Ihr könnt den Satz schreiben oder ihr könnt auch einfach den Buchstaben schreiben. Tre öl hei hei, tu öl tak oder vielleicht ti öl kjempebra. B schreiben alle. Jawohl, tu öl tak. Der Norweger sagt wörtlich zwei Bier danke, aber er meint natürlich bitte. Tu öl tak. Ihr könnt natürlich auch Tee öl tak bestellen. Super gut. Well, lieber. Ach, Kjempebra hatte ich, glaube ich, geschrieben. Ne? Ich habe es falsch übersetzt. Vergessen wir es. So, welcher Satz heißt wohl auf Norwegisch, du hast vier Kinder? Jetzt kennen wir das Wort für Kinder nicht, aber wir kennen ja das Wort für vier. Du hast fem pølser, du hast sju hytter oder du hast vier Barn. C, jawohl, du hast vier Barn. Kind, Kinder, Barn. Vier. Und das nächste ist ein bisschen tricky. Welcher Satz heißt wohl auf Norwegisch? Oh, das war schon die Lösung. Sorry, habe ich vergessen. Fem pølser sind fünf Würstchen. Sju hytter sind natürlich sieben Hütten. Und welcher Satz heißt wohl, Sie sprechen acht Sprachen? Oder die snakker åtte språk, die snakker åtti språk oder die snakker atten språk? A, a, sicher. C, B, Plural. Es ist Satz A, die snakker åtte. Språk. B, Otti wäre 80 und C, Atten wäre 18. So viel sprechen sie dann doch nicht. Also, dies macht hier Otte Språk. Acht Sprachen ist ja auch eine Menge. Gut, ich bin viel schneller fertig, als ich dachte. So, das war es erstmal mit meiner Präsentation. Vielleicht habt ihr einen guten Eindruck bekommen, wie die norwegische Sprache so klingt und dass die eigentlich ganz einfach ist und man ganz viel ableiten kann. Man kann ganz einfach Fragen bilden, man kann ganz einfach Sachen langsam verneinen. Man braucht ein paar Aussprachegrundlagen, die kriegt man natürlich im Sprachkurs oder auch von so einer CD vielleicht oder einer App oder so ganz gut mit. Und wie ich schon am Anfang sagte, bei uns sind zum Beispiel unsere Sprachkurse und auch viele andere, die ich kenne, laufen nicht so ab. Da steht nicht einer, der hält eine Präsentation und alle anderen sind stumm, sondern da sprechen alle miteinander und lernen miteinander und motivieren sich gegenseitig und so weiter. Wir haben kleine Gruppen, 3 bis 4 Teilnehmer nur oder wie gesagt, ganz exklusiver Einzelunterricht. Da kann man natürlich viel mehr machen, ne? Da sieht man dann irgendwie über Zoom oder Skype seine vier Teilnehmer und da können alle miteinander sprechen und sich was fragen und Dialoge durchspielen und so weiter. Ich würde mich total freuen, wenn wir uns einfach irgendwo online wiedersehen würden. Wie sehr's online? Ihr habt hier ein paar Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, euch mit mir zu vernetzen, mir zu folgen. Meine Sprachschule hat eine Facebook-Seite, eine Instagram-Seite. Da poste ich nicht so richtig regelmäßig, aber halbwegs regelmäßig Spannendes über Sprache und über die skandinavischen Länder, da geht es nicht nur ums Norwegische, sondern um alle unsere Sprachen und alles, was es da zu lernen und zu wissen gibt.
Sehr gerne könnt ihr euch auch für den kostenlosen norwegischen Newsletter anmelden. Was ihr hier seht auf der Folie, ich zeige mir noch da, weil da meine Präsentation läuft, was ihr hier seht auf der Folie sind QR-Codes. Also wenn ihr die Aufzeichnung schaut und stoppt, könnt ihr die abfotografieren. Genau, einmal im Monat schreibe ich einen Newsletter. Ich spamme euch da nicht zu, sondern ich schicke einfach ein paar Lerntipps und ein paar Besonderheiten zur norwegischen Sprache rum. Tschüss, einen Tag. Ja, bitte. ich glaube, dass euch die Aufnahme von der vom Exolingua Team zugeschickt wird. Hm? Komm, macht schon Werbung. Der Newsletter ist sehr gut. Dankeschön. Gut, und wer möchte, kann sich natürlich auch mit mir auf LinkedIn vernetzen. Da bin ich noch nicht so lange so richtig aktiv, aber ich entdecke das gerade und schaue, dass man da auch interessante Kontakte knüpfen kann. So, wer jetzt ganz konkret sagt, cool, Norwegisch lerne ich sofort. Ach, Norwegisch, ich lerne lieber Finnisch, ganz egal. Rabattcode gilt für alles. Ich habe einen kleinen Code für euch, Expolingua 2103. Den könnt ihr bei der Anmeldung angeben. Ich habe kein Codefeld in dem Anmeldeformular, ich habe nur ein Nachrichtenfeld, da schreibt ihr das ein. Entweder über die Homepage www.urcup.de, da gibt es ein Kontaktformular, oder über meine E-Mail-Adresse, die steht unten, post@urcup.de. Ihr bekommt 5% auf Einzelunterricht, wenn ihr den Code angebt, oder 10% auf Gruppenkurse. Das Schöne ist, die starten demnächst wieder und ungefähr ab Ostern wird es die Kurse online geben und die Anmeldungen werden, ich würde Ende nächster, Anfang übernächster Woche denken, dass ihr starten könnt mit den Anmeldungen. Aktuell ist die Seite noch voll von den alten Kursen, die gerade laufen oder gerade zu Ende sind. Einzelunterricht kann jederzeit starten, also schreibt mir einfach mit euren Vorstellungen, ob es Norwegisch sein soll oder eine andere Sprache. Da finden wir bestimmt den passenden Kurs für euch. Alles klar, ihr Lieben. So, obligatorischer Bildernachweis. Nicht, dass ihr denkt, ich habe irgendwie, ne, so alles, freie Lizenzen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, begrenzte Plätze, ja, in den Gruppenkursen gibt es natürlich begrenzte Plätze. Wenn drei oder wenn vier Teilnehmer sich angemeldet haben für den Kurs, dann ist er voll. Aber es gibt halt auch mehrere Kurse, also es gibt nicht nur einen. Und wir sind da auch recht flexibel. Also wenn wir sehen, wir bieten irgendwie 10 Kurse an und die sind ratzfatz voll und es kommen aber immer noch Nachmeldungen, dann versuchen wir auch neue Kurse irgendwie auf die Beine zu stellen, um diejenigen, die dann auf der Warteliste stehen, auch unterzubringen. Falls es überhaupt nicht klappt, weil es vielleicht der Zeitpunkt nicht passt oder so, wenn irgendwie überhaupt kein Kurs dabei ist, wo dir das zeitlich passiert, den ihr zeitlich einrichten könnt, dann fängt die nächste Kursrunde auch schon im September wieder an. Also wir fangen dreimal jährlich mit neuen Kursen an. Man muss nie lange warten, wenn man eine verpasst hat. Und die Zwischenzeit könnte man zum Beispiel mit Einzelunterricht oder Partnerunterricht übrigens, zwei zum Preis von einem, überbrücken. Ist nur ein Vorschlag. Für den Einzelunterricht sind die Plätze nicht so lange, bis die Lehrer völlig ausgebucht sind, machen wir Unterricht. Nein, Quatsch, ich habe ein sehr großes Netzwerk und ich bin auch immer noch dabei, neue Lehrer zu akquirieren. Einige stehen schon auf der Homepage, könnt euch anschauen. Einige stehen da noch gar nicht, ich komme gar nicht nach mit dem ganzen Aktualisieren. Es sind mehr als da stehen und es werden auch noch dauernd mehr. Ich habe immer irgendwelche neuen Kollegen am Start. Ja, sucht ihr noch Niederländischlehrer? Ja, schreibt mir unbedingt. Klar, ich freue mich auch über noch mehr Niederländischlehrer. Wie gesagt, das ist eine Sprache, die wir gerade erst so ein bisschen etablieren. Da ist natürlich die Reichweite noch nicht so richtig weit. Aber ich würde das gerne ein bisschen ausbauen. Also wenn du das kannst oder jemanden kennst, der das kannst, dann schreib mir post@urcup.de. Tschüss, einen Tag, Frau Plessang verschonen. Von den Finnen sind ein paar Muttersprachler, nicht alle. Es gibt Vor- und Nachteile beim mit oder ohne Muttersprachler lernen. Beides ist für eine bestimmte Lernergruppe interessant. Manche lernen besser, wenn jemand ihre eigene Muttersprache kann, also Deutsch. Andere lernen besser, wenn derjenige die Muttersprache spricht, die man selber lernen will. Beides hat Vor- und Nachteile. So, was haben wir hier noch stehen? Flämisch. Ja, Flämisch, lass mich denken. Das ist doch die belgische niederländische Variante. Da habe ich jemanden, da kann man lernen, da ist kein Problem. So, ich kriege jetzt nicht mehr alle Nachrichten angezeigt. Tandem. Zum Tandem, Brigitte, kommst du am besten im, das habe ich gar nicht mit aufgeschrieben, kommst du am besten in meine Facebook-Gruppe, wenn du bei Facebook angemeldet bist. Das ist facebook.com/groups/
Scandi-Stammtisch. Und da treffen wir uns alle 4 Wochen online per Zoom. Oh, Quatsch, nicht per Zoom. Per WonderMe, braucht man sich aber nicht für anmelden. Ist alles in der Gruppe erklärt. Genau. Und kannst mit anderen Dänisch-Lernern sprechen, wenn du möchtest. Ist nur ein Vorschlag. Gut. Gibt es noch weitere Fragen? Schnellkurs. Ja, das ist ein guter, hätte ich erstmal Schnellkurs genannt, ja. Ja, ich sage auch Tack und natürlich Hadebra. Ich freue mich, wenn wir uns irgendwo an irgendeinem Ort online, ich habe euch ja mehrere Möglichkeiten gezeigt, irgendwann nochmal wieder treffen oder ich nochmal von euch höre. Schreibt mir gerne auch noch eine Mail, wenn ihr vielleicht noch eine Frage habt, wo ihr sagt, so, ey, das habe ich jetzt doch nicht so ganz. Was will sie? Dann meldet euch einfach. Ich freue mich, von euch zu hören. Dankeschön, Dankeschön. Tschüss und Tack.